mitten im Sturm. Ist natürlich blöd, aber Schild kann sich aufladen. Das hier ist gut. Wir sind immer noch auf dem Planeten. ADA 93V6. Erkunden ihn. Ich habe hier erstmal nur einen Speicherpunkt hingestellt, damit ich speichern konnte zum Neustarten und. Sowie mit der Raffinerie, die gerade läuft. Um halt, ja, mein Dings da zu machen. So, jetzt muss ich mal gucken. Basisarchive. Teleportempfänger, dein Raumschiff installieren. Verbessert dein Raumschiff, indem du einen Teleportempfänger baust. Wähle leeren Inventar. Nein, das bringt nichts. Bringt mir derzeit nichts. Gut, vielleicht bringt es ja was, aber das ist nicht primär. So, Teleportempfänger. Artemis allein den Stern. Jenseits der Weltraumanlie. Erkunde die Weltraumanlie. Sprich mit Nata. Der Station, okay. Anomales Signal entdeckt. Oh. Ja, wer hätte das gedacht? Sollen wir den da oben quatschen? Ach, Nara. Erstmal gehe ich raus und ja, dass meine Fabrik noch läuft. Chromatisch ist gut. So, ab den Kollas. Ich habe gut 30 Sekunden hier. Schnell so viel dazu wie möglich. So viel Kupfer wie noch möglich holen. 50. Zurück. In mein Fahrzeug. Das ich auf jeden Fall jetzt einmal upgraden kann. Weiß ich, weil ich habe ja chromatisches Material, Signalbooster und Mikroprozessor. Oder DNA, da muss ich noch einen Dings wegschießen. Okay. Gold muss ich noch auftreiben, ganz dringend. Oder sagen, wir holen uns erstmal. Ja, wir holen uns erstmal einen Signalbooster. Zwei Prozessoren soll ich herstellen. Prozessoren brauche ich Kohle, Nanobohrer. Eins. Irgendwas passiert hier? Der Wächter hat mich ausfindig gemacht, na super. Ganz kurz wegfahren. Komm ich noch? Fährt auch in meine Richtung, hab ich auch gesehen. Darf jetzt nichts kaputt machen hier. Sturm löst sich auf, das ist gut. Aber nichts. So, wenn der Wächter sucht, dann machen wir sie eher zu Fuß. Sind wir ein Tick schneller. Was hier eher aufgelöst. Jetzt wollte ich gerade einen Upgrade bauen. Da kommt ein Wächter. So ein schöner Mist. Den Hammer. Hier gibt es noch nichts Neues im Sturm. Schon nach dem Sturm. Haben wir auch schon. Da unten die zwei haben wir nicht. Die haben jetzt so, Wächter hat mich in Ruhe lassen. Sehr schön. Jetzt eine neue Spezies entdeckt. Den Quilimbera. So. Zweites Magnetrohr. Dann ganz schnell ein Mikroprozessor. Ich glaube, brauche zwei davon, oder? Ja, brauche ich zwei. Heißt, noch einen Mikroprozessor herstellen. Und dann kann ich jetzt hier... Das chromatische Material brauche ich noch. Ja, deswegen Kupfer ohne Ende. Auf zu meiner Raffinerie. Ein Kupfervorkommen haben wir ja abgefertigt. Das zweite aber noch nicht. Jetzt gucken wir uns ganz schnell. Das zweite. Dass ich bald wieder aufladen muss. Ich habe hier einen wirklich schönen Planeten ausgesucht. Aber es geht hier nur ums Kupfer. Das chromatische. Ich brauche das chromatische ohne Ende. Selbst wenn ich ein Minengerät weiterentwickeln möchte, brauche ich ja auch nochmal dieses ganze chromatische Zeug. So, das haben wir alles. Das schmeißen wir gleich rein in die Raffinerie. Ganz kurz gucken, ob wir irgendwas Neues finden hier. So, Raffinerie. Kupfer rein. Damned. 150. Da verliere ich jetzt eine Menge.
So, den bitte aufnehmen. Da ist die nächste Kupfer schon mal auswendig machen. Beschädigte Maschinerie. Kupfer, 300 Meter in diese Richtung. So, gucken, ob wir hier irgendwas haben. Das Kupfer haben wir ja schon. Kriegen gibt es hier nicht. Pflanzen haben wir, glaube ich, schon gefarmt. Hier ist eine Kupferansammlung, 300 Meter entfernt. Das haben wir alles schon gescannt. Pflanzen, glaube ich, noch nicht. Die ist neu. Ja, ist er auch. Aber eigentlich ein schöner Planet. Ja, Fackelerie, Hammer. Ich glaube, ich spreche das einigermaßen richtig aus, hoffe ich mal zumindest. Kohlenstoff. So, Raffinerie müsste gleich mal fertig sein. 13 Sekunden. Ich glaube, dass ich jetzt eine Menge Kohlenstoff verloren habe. Das heißt, ich muss nachher unbedingt ganz schnell ein paar Bäume fällen. Aber das mache ich alles auf dem Weg zum nächsten Kupfer. Fertig. Dann mitnehmen. Alles in Kolos rein. Kann man das wieder rausnehmen? Ja. Alles dumm ist jetzt, wenn ich das nämlich nehme, ist das nämlich weg. So, habe den meinen Kolos, meine Normandy. Weiter wird gefahren. So, ich kann jetzt aber den Signalbooster schon mal reinbauen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, kommt immer Upgrades rein. Signalbooster, damit kann ich schon mal scannen nach Gebäuden. Wunderbar. So, das nächste, was wir dann brauchen, wäre dann eigentlich die Bordkanone. Jetzt brauche ich auch mindestens einen Wächter. Das Dumme ist, wenn ich einen anschieße, kommen danach zwei. Das heißt, wir werden in der Nähe eines Gebäudes dann einen wegschießen. Geht ja nicht anders. In der Zwischenzeit sammeln wir weiter Ressourcen. Wir brauchen, sei es für Basisaufbau, sei es für... einfach für alles. Haben wir jetzt noch mächtig viel Kupfer, soweit es geht. Das Wasser. Das Wasser muss ich nachher mal ganz kurz rein. Ich glaube, da könnte sich auch Dings drin befinden. Ich muss ja das Multiwerkzeug, also Extra-Anzug muss ich auf jeden Fall noch erweitern und das Multiwerkzeug. Wenn ich richtig viel reinbauen möchte, da brauche ich ja chromatisches Metall, 200 Technologiemodule, hermetisches Signal, also da kommt noch eine Menge. Da lasst uns mal die Butter einsammeln. Da muss ich schon mal parken. Ja, da versteht man dann die Gecke auch ein bisschen mehr. Wenn man sich dann mit denen unterhält, kann man dann auch mal gucken. Da war nochmal Technologiemodul. Das nehmen wir dann auch mit. Wird für Sprache gelernt. Ah ja. Das möchte ich jetzt umgehen. Ich habe keine Blitzwehr. Verdammt! Ich kann ihn noch nicht mal. Ich kann ihn noch nicht mal richtig wegschießen. So, Fahrzeugbordkanone. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass jetzt mehr kommt. Das heißt, ich muss jetzt hier mal ganz kurz wegfahren. Sauerstoff könnte ich gebrauchen. Ich komme jetzt nicht an das Kupfer ran. Das ist blöd. Die kommen natürlich von vorne. Das war so klar. Oh, hier unten ist eine Ruine. Ach man. Jetzt wieder Wörter zu lernen. So, 30 Sekunden. Ich glaube, die... Ach, da haben wir das kaputt gemacht und das springt wieder nach oben. Das ist auch alles im Weg. Ich bin zu groß dafür. Viel zu groß. Das Gebäude wäre jetzt so schlecht. Die dauerhaft loszuwerden. Oder kann man die von weit wegschießen? Ich glaube, die treffe ich noch nicht. Dann lassen wir den ganz kurz hier stehen und laufen jetzt hier, damit wir hier nichts kaputt machen. Können wir unterwegs ein bisschen scannen. Nach Tierchen. Wächtereinheit deaktiviert. Wunderbar. Dann zuerst die Ruine. Und dann nochmal hin zum Kupfer. Meter, das war es nicht. 500 Meter könnte sein. Den haben wir schon. Wenn wir mal kurz hier am Wasser sind, können wir ganz kurz ins Wasser reinschauen. Ich habe eine Pflanze schon mal gesehen.
schön. Okay, wir machen doch zuerst die Ruine. Aber die Ruine ist weit weg, da muss ich laufen. Also nicht laufen, nur nicht fahren. Oder ich möchte gerne fahren, weil so weit möchte ich mein Fahrzeug jetzt auch nicht wegparken. Na, klaut es hier jemand. Fremder Planet, wer weiß das schon. So, hier gibt es Wörter zu lernen, das ist sehr, sehr schön. Ah, hier unten haben wir Relikte. Oder? Das kleines Rundes. Summendes Ei. Aha, wenn ich da rangehe, dann kennt das doch schon. Ich habe Wächter oben gefahren. Hat er verdient. Hat er ganz ehrlich verdient. Ja, die Wächter umgibt ein Geheimnis. Die sind halt auf jedem Planeten drauf. Die nerven auch. Komplett. Für Abscheulichkeit haben wir was gelernt. Was? Achso, ein Gravitoball. Gibt's irgendwie nichts. Ist hier noch ein neues Wort? Für Raumschiff. Tribut an Digung. Ich zucke, als ich nach der wunderschönen Steinmarkierung greife. Mein Verstand füllt sich mit den tödlichen Wissen der wahren Geschichte der Gag. Wir sind die Herren der Galaxien, die Herrscher des Kosmos. Jeder Feind wird sich den allmächtigen Gag-Großreich auf Knien unterwerfen. Wir sind die Erstgebrüdeten. Schau auf unsere Berge und verzweifle. Suche Wissen der Vergangenheit. Historische Daten enthüllt. Aber auf einem anderen Planeten, denke ich mir mal. So, erstmal nach Lebensform. Generell scannen. Zurückfahren. Struktur betreten, Hammer. Ja, jetzt 300 Meter fahren, um das Kupfer da hinten abzuernten. Ich will das haben. Und hier am nächsten noch Steine. Massenhaft. Bäume. Halt. Aber Sprit hält. Und das ist das Schöne. Nicht identifizierte Pflanze war da gerade bei. Alles sammeln. Wir haben eine Sammelwut. Wenn das einmal alles voll ist, dann brauchen wir es später nicht mehr. Da sind Wächter irgendwie. Dann kein, das ist gut. So, ein Gravitonball. So, ich konnte doch jetzt, glaube ich, wieder ein Upgrade machen, weil ich das eine weggeschossen hatte. Chromatisches Material, um Minenlaser-Upgrade zu holen. 20 mehr Energie plus... Sehr gut, das holen wir uns. Brauchen wir Kupfer nochmal. Ich muss danach dann nur eine Stelle finden, wo ich dann... Ach nein, der ist hier. Ja. Mein Fahrzeug hängt natürlich vom... Erstmal stehen, laufen mal ganz kurz weg. Dass er die Verbindung zu mir verliert. Oh, die Wächter, die nerven. Ich brauche dringend bessere Schilder. Scan. Ich versuche noch 20 Sekunden lang. Beschädigte Maschinen. Er fliegt da vorne geradeaus, das ist gut. Eiskalt abgehängt, den Kollegen. Wieder zurück. Ist aber deaktiviert. Thermomanipulator Hammer. Das heißt, das nehmen wir mit. Gleich zum nächsten Erz. Kann man schon markieren. Kupfer ist dort. Kupfer 800. Bei der Ruine. Waffnung. Aber das scheint näher zu sein. Jetzt haben wir die Kupfer. Irgendwann habe ich die ganzen Upgrades, dann brauche ich das alles nicht mehr. Ich brauche das aber dummerweise in zwei Fahrzeugen. Da wären Kirchen gewesen. Ich brauche das, wie gesagt, in zwei Fahrzeugen brauche ich das. Nämlich einmal für den Normandy und einmal für den Roadrunner. Jetzt kurz gucken. Max
Rucksackanzug. Wie viel haben wir denn schon zusammen? 100. Naja. Muss ein bisschen mehr sammeln. 800 Meter in diese Richtung fahren. Dann schaffen wir. Unterwegs noch ein bisschen was mitnehmen an Ressourcen. So, Krabbentabelle würde ich gerne einpacken. Das geht gerade überhaupt nicht. Jetzt hier mitnehmen. Gag für Händler haben wir. Jetzt ein Fahrzeug. Wächter ist nicht aktiv. Jetzt ist er aktiv. Das ist blöd. Ja, ich muss jetzt erstmal 800 in diese Richtung fahren. 39 Sekunden mit dieser groben Geschwindigkeit, das passt. Gegen Ende schaffen wir. Ja, das ist mein Carlos. Der ist da zum Ressourcen fahren, zum Einsammeln. Farm. Ah, sieht ein bisschen blöd aus jetzt an der Stelle. Abgrasen. Die Verstärkung trifft ein. Was? Warum trifft die Verstärkung ein? Wir lassen den Bereich oder tauchen unter. Okay, die Verstärkung eintritt. So, Fahrzeug hier parken. Und dann mal zu Fuß mal weitergehen. Fahrzeug da irgendwie ein bisschen. Weil die schaffen es auch tatsächlich runter dort. Was sollen die eigentlich verschwinden? Da hinten, das war mein Raumschiff, da will ich aber nicht hin. Weil ich will ja das Kupfer da mitnehmen. Die bleiben aber auch an mir dran. Ach so übel. Das war ein Wächter, ich hätte ihn ausschalten sollen. Das war aber in den letzten Patchen war das aber besser. Müssen natürlich mal nachpatchen, dass die, weil es bescheuert, dass die so direkt dranhängen. Ich komme nicht ran an das Kupfer. Kann auch nicht wirklich scannen. Ich schaffe das kaum mit meiner Rennreichweite, weil die halt schneller sind. Das ist natürlich vorne da, aber es gibt gerade auch nichts. Okay, dann muss ich, wenn alles ist, dann muss ich hier mal wegfahren. Abstand hat. So, die Wächter suchen 40 Sekunden. Ja, ja, ja. Das kenne ich schon. Versuchen so wenig wie möglich kaputt zu machen. Weitere 40 Sekunden. Gibt es auch nirgendwo ein Haus oder so, wo ich mich verstecken könnte? Ist ja das Schlimme. Wann immer ich was kaputt mache, wissen die ja, wo ich bin. Mit dem Ding hier mache ich ja alles Mögliche kaputt. Zack. Schon sind wir wieder auf 40. Ich denke, dass die Kilometer weit entfernt sind. Na, das Wort kann man erstmal mitnehmen. So, zumindest ein bisschen Abstand jetzt zwischen denen und mir gebracht. Das kann ich jetzt ein bisschen laufen. Weil die finden ja das Fahrzeug. Ich mache ja jetzt nichts kaputt. Oder ich laufe in die neuen Wächter rein. Okay, Wächter haben aufgehört. Das heißt, zurück zum... Ah, ein Sturm. Kein Problem. So, jetzt zurück zum Kupfer. Jetzt darf ich hier Sachen kaputt machen. Wenn das die einzige Chance war, können wir ganz kurz gucken, ob hier vielleicht doch noch das Tierchen ist irgendwo. Himmel auf jeden Fall nicht. Da sehe ich auch keinen. Ja, naja, finden wir schon noch. Das finden wir schon noch. Brauchen wir keine Angst haben. So, erstmal zum Kupfer. Das dort abfahren. Kraftstoffmengen gering. Kein Problem, können wir ja aufladen. 240. Ich habe noch 500 Kohlenstoff, passt. Zwischendurch mal Baum mitnehmen, passt auch. Jetzt machen wir beim Sturm. Ich hoffe, dass mich jetzt die Wächter hier nicht sehen. Ja, wir haben zwar viel erkundet von diesem Plane, aber halt noch nicht. All das, was ich möchte. Das einzige Vorteil ist, dass ich halt ganz gut rankomme, was Upgrades anbelangt für den Normandy. Also müsste ich halt noch mehr brauchen für die anderen Fahrzeuge. Zwar auch nicht alle hier rein, aber zumindest die meisten. Ich habe schon wieder einen Wächter hinter mir. So, ganz kurz Multi-Werkzeug aufladen.
Zeit, das mit Ferritstaub aufzuladen. Hätte ich ja nichts nehmen sollen. Nahezu alles, das heißt jetzt unten der Normandy. Lass mal gucken, wo das nächste ist. Kupfer 600 Meter. In diese Richtung fahren wir da gerne. Dann kann sich der Sturm auch auflösen, habe ich gar kein Problem mit. Würde mich freuen sogar darüber. Da ist ein Becher, an dem fahren wir eiskalt vorbei. Ich fahre um den Planet. Ah Mann. Sobald ich hier alles habe, auf diesem Planeten, verlasse ich den auch. Also, so ist nicht. Ich fahre jetzt rum, erkunde, hole mir jetzt die Ressourcen, die es hier soweit gibt, zum Upgraden, auch zum Basisbauen und. Aber vor allen Dingen möchte ich jetzt die Ressourcen für zum Upgraden des Dings haben. Ganze Module. So, neben mir ist Wächter, 20 Sekunden entfernt. Irgendwas habe ich gerade überfahren. Das wird erstmal nicht mein Problem sein. So. 30%, das ist auch nicht gerade viel. Aber um dieses Kupferabkommen hier weitgehend mitzunehmen, das ist gut. Passt. Wunderbar. Dann ganz kurz aufladen. Aber nicht mit normalen Ferritstaub, sondern schön mit diesen 19. Sehr, sehr schön. So, dann können wir nachgucken, was haben wir noch Schönes auf dem Weg haben. Was ist eine Kraftanbälle? Technologie für Grabner. Jetzt haben wir nichts in der Richtung. Hier, dachte ich. Da um die Raumstation, die wir machen müssen. Für als nächste Quest zumindest. Also Wächter. Ab zur vergrabenen Technologie. Weil je weiter man fährt, entfernt von dem Landeort, desto mehr Tiere entdeckt man. Das heißt, man entdeckt halt hier und da alles. Das ist halt so ein Erfahrungswert. Das soll ja auch Spaß machen. Also, dummerweise habe ich gleich einen Wächter wieder an der Packer. Ich hoffe nicht. Diese Technologie nehme ich auf jeden Fall mit. Macht schon viel mehr Spaß, als rumzulaufen. Mit herstellbarer Technologie plus 1. Wenn ich davon ein paar hundert habe, kann ich alles aus meiner Basis rauskaufen. Das ist ein Dings, dann kann ich dann richtig schön die Basis dann gestalten. So, fahren wir kurz auf den Berg. Ja. Nehmen wir davon den Hügel und dann gucken wir mal an diesem Hügel, wo denn das nächste Vorkommen ist, beziehungsweise die nächsten Tierchen. Oder halt der nächste Ort. Und wir sind jetzt in der Region, noch was. Das heißt, ich muss hier irgendwo ein Gebäude oder so in der Nähe sein. Da liegt das Gebäude, fahren wir hin. Liegt auf dem Weg zur Ansammlung. Da ist schon wieder ein Wächter. Jetzt darf ich gleich wieder Kravinambälle klauen. Das ist gut. Mopsen. Ja, schöner Planet. Jetzt ganz viele von diesen Kravinambällen. Wenn ich das lange genug mache, dann überlebe ich auch eine ganze Weile. Aber auch definitiv ein Gebäude. Hier ist ein Wächter, das ist egal. Kann man ruhig rumrollen.
Kann man runterspringen. Passiert jetzt gut nicht viel. Bam. Wunderbar. Das erste, was wir machen. Beanspruchen. Diese Region, dass wir die entdeckt haben. Da war zwar schon immer jemand irgendwie, weil deswegen sind ja diese Aufbauten. Oder wurden abgehoben irgendwie vom Weltraum, warum auch immer. Sogar ein Stuhl da draußen. So, kommen in diese Region. Sie wurde von mir entdeckt. 12.10.2018, 6.13 Uhr. Und gespeichert haben wir auch noch. Ich finde man hier noch ein paar Nanits. Und andere Sachen, die auch ganz nützlich sind. Kraftnovelle sehe ich jetzt aber nicht. Aber es ist zumindest eine gute Ausgangsposition hier. Ich glaube, wir brauchen eine Basis. Für irgendjemanden. So, 9 Nanits. Naja, immerhin. Reingehen nochmal. Wir können das mal alles hochladen, was wir über diesen Planeten eigentlich bisher wissen. Ja, 3 Spezies fehlen mir noch. 3 Spezies auf diesem Planeten. Die werde ich auch noch früher oder später bekommen. Ist nämlich nur eine Frage der Zeit. Prisa-Wälder haben wir, Efna-Außenposten haben wir, die Sufnivisa-Stufen haben wir auch. Alles, wie wir entdeckt. Hier sind wir, glaube ich, auch gelandet. Man sieht auch die Tageszeit dazu, das ist wunderbar, wird alles hochgeladen. 76 Nanits brachte das. Tiermäßig sieht sie eigentlich eher schlecht aus. Machen wir jetzt hier weiter in diese Richtung. So, mein Lieblingszeug, nämlich Kupfer. Ich würde sagen, das sammeln wir dann auch bis dann zum nächsten Gebäude. Und am nächsten Gebäude stelle ich dann die Dings raus. Die Raffinerien. Ich habe mich zwar ziemlich weit entfernt vom Schiff, aber spielt hier keine Rolle. Ich kann ja irgendwann wieder zurückfahren mit Flüstern. Das ist hier das Schöne. Oh ja, können wir noch Wort lernen. Wunderbar. Wir wählen gelernt. So, erstmal diese fiese Pflanze, dann können wir scannen. Die ist auf jedem Planeten und ich hasse sie. Gerade mit schnellen Fahrzeugen. Ich hätte auch mit Buggy fahren können. Ein. Wir machen erstmal die enorme Dinge zu ändern. So, reines Ferret nehmen wir mit. Kann man ja gebrauchen. Und nachts ist gut, wir haben ja da hinten vor Ort. Draußen scheint es irgendwie zu regnen, zumindest habe ich hier den Geräusch her. Jetzt wird es an wie Regen. Also ich muss jetzt keine Rücksicht mehr nehmen auf irgendetwas. Sondern kann halt alles überfahren, fahren, durchfahren, mitnehmen, was auch immer, was ich halt Lust habe. Das ist auch nochmal ein Wort. Das ist alles nur für dieses chromatische Material. Das ist bösartig. Bei Wettenspielen brauchen wir das nicht mehr so. Da brauchen wir es nur für Treibstoff. Für sehr viele Upgrades. 2 Fahrzeuge müssen damit bestückt werden. Sowohl der Buggy als auch meine Normandy. Ja, mit dem Buggy wäre ich wahrscheinlich ein bisschen schneller. Und hier haben wir schon. Jetzt sehe ich hier kein Tier weiter. Hier ist mein Schiffchen. Ich will mal kurz abgucken. Da muss das Ding, was sie uns gegeben hat. Hafnium. Aber in diese Richtung ist nichts hier weiter. Wenn ich schon kein Ding sehe, dann Kupfer 200. Gehen wir zum Kupfer. Erstmal das Wort einsammeln. Sauerstoff von 100 kann man auch einmal mitnehmen. Dass man Sauerstoff mal ausgeht. Units gelernt, schon wieder. Hat das nicht schon? Da fahre ich hier, da laufe ich nicht. Dafür habe ich ja meine Normandy. Wenn mir die Schimpfkraft mitkommt. So, na gut. Wir sind wieder fast bei 30 Minuten. Deswegen an der Stelle würde ich sagen, war es das. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.